Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. So, recht herzlich willkommen zur 10-Euro-Überraschungsshow hier bei Pearl TV. Und damit ist schon wieder die nächste Schnäppchenjagd bei uns offiziell eröffnet. Denn wir haben in den kommenden 30 Minuten jeden einzelnen Artikel für Sie auf gerade mal 10 Euro herunter reduziert. Und Sie dürfen sogar gerne bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen, es sei denn, wir sagen Ihnen etwas anderes. Ein kleiner Vorausblick auf das, was kommt, ist uns leider nicht vergönnt. Denn für uns ist es genauso überraschend, was wir Ihnen zeigen werden, wie für Sie zu Hause auch. Aber eine Dame weiß ganz genau, was wir Ihnen gleich zeigen werden. Sie grinst auch schon so verschmitzt da hinten im Eck. Und deswegen holen wir sie auch gerne mal dazu, denn unsere Diana spielt natürlich mit und bringt uns den ersten Artikel, den Sie genauso gebührenfrei bestellen können, wie alles andere auch in dieser Show, unter 0800 51 51 und dreimal die 4. Ich denke, das soll aufrecht stehen, oder? Ich bin gespannt. Pass auf, das beißt. Ja, das springt jetzt gleich, dir springt gleich was ins Gesicht. Wow. Ah, ja, doch, doch, ja, doch, ja, kann ich verstehen. Richtig also schick. Eine Tischleuchte, eine LED-Tischleuchte mit natürlichen Salzkristallen. Ui. Und die finde ich mal ganz besonders schön, wenn wir sie zeigen. Wir zeigen sie selten, aber wenn wir sie zeigen, finde ich sie außergewöhnlich, weil es echte Salzkristalle sind, die natürlich dann, wenn man sie beleuchtet, noch mal ganz besonders schön aussehen. Wie wir es hier gerade in diesem klassischen warmweißen LED sehen, sieht so ein bisschen aus wie Bernsteinfarben. Deswegen gefällt mir die Farbe so gut. Aber natürlich sind auch andere Farbwechsel einstellbar. Das sehen Sie hier links im Bild. Und man sagt ja im Allgemeinen, dass so diese Salzkristalle die Raumluft ein bisschen verbessern sollen, in Anführungsstrichen, dass das gut für die Atemwege sein soll. Also das, ja, natürlich Salzgrotten gibt es ja auch, ja, da geht klar. Man rein. Und das sind echte Salzkristalle, aber ich bin gerade ein bisschen fasziniert von der Leuchtkraft durch die Steine. Du, hast du jetzt wirklich, ob es nach Salz schmeckt? Ich habe schon mal dran gelegt. Es ist salzig. Ich habe nur so getan. Nein, du kannst es ruhig machen, ist ja nicht schlimm. Steine, ne? Aber ich finde, das ist auch mal eine außergewöhnliche Lampe. Und das ist jetzt live bei uns im Studio hier. Wir haben sie jetzt über eine Powerbank, da sehen Sie sie noch ein bisschen, machen wir so ein Stückchen weg, so, über eine Powerbank betrieben. Aber überall, wo du ein USB-Netzteil hast oder einen Anschluss, steckst du die ein. Und dann leuchtet sie so. Das ist wunderschön. Haben wir verschiedene Leuchtmodi? Ich will gerade mal durchprobieren. Ja, du kannst, wenn du länger drauf drückst vorne, dann kannst du diesen Farbwechsel einstellen. Okay. In 7 verschiedenen und Farben. Dimmen kann man auch. Guck dimmen mal. Geht auch, ja. Guck mal. Das ist irgendwie so mystisch. Ah, genau, so, guck mal. Jetzt habe ich grün. So, jetzt hast du diesen Farbwechsel drin. Grün, rot, blau, türkis, orange, pink, Lila. Blau. Ja, also ich finde, allein als Beleuchtungselement ist das schon ein Highlight, kann man klar absolut sagen. Aber jetzt noch mit dem Salz, was ja viele zahlen, wirklich viel Geld eintritt für Salzgrotten, um diese Luft zu genießen. Ja, und hier ganz einfach, du testest jetzt auch, ob das salzig ist. Ja, das sind Salzkristalle, die schmecken salzig. Ja, lecker. Sehr salzig sogar. Ja. Hm. Ja. Aber ich finde es eine schöne Lampe und für 10 Euro... Also wirklich ein Mega-Schnäppchen. Außergewöhnlich, oder? Finde ich sehr schön, mal so als indirekte Beleuchtung. Hier wird hier von Kinderzimmer und von Wohnzimmer und so weiter gesprochen, ja. Finde ich aber auch als Badezimmerbeleuchtung. Wenn du jetzt mal so in den Herbst hier mal so ein entspanntes Vollbad nimmst, nach so einem kalten Tag, wenn du so durchgefroren bist und hast da mal so eine schöne Beleuchtungsecke noch mit dabei. Also ich finde, das hat schon etwas sehr, sehr Außergewöhnliches und wird von unseren Kunden auch sehr gerne angenommen. Wir haben sie äußerst selten in unseren Schnäppchen-Shows. Und insofern sollten Sie jetzt wirklich zugreifen, wenn das Ihr Modell ist. Das liegt gerade heute bei gerade mal 10 Euro. Und ich glaube mal, für sowas Außergewöhnliches ist das definitiv nicht so viel verlangt. Sieht übrigens immer wieder anders aus, weil man die Salzkristalle separat bekommt. Das heißt, man kann also auch die Optik quasi in der Lampe an sich durch andere Anordnung der Salzkristalle immer wieder verändern. ZX9015 und die 569 sind dafür die passende Bestellnummer. ZX9015. Und die 569 für eine sehr, sehr außergewöhnliche Lampe. Und die können Sie gerne bis zu 5-mal pro Besteller ordern. Ist vielleicht auch mal eine ganz schöne Geschenkidee für eine gute Freundin oder für jemanden, der Ihnen nahe steht. So. Ja, es ist auch clever, jetzt schon nach Geschenkideen zu schauen, für Kleinigkeiten, für Nikolaus, für Weihnachten. Weil soweit ist es nicht. Wir haben Oktober, ja? Das sind noch 2 Monate bis Heiligabend. Das geht jetzt schneller, als ich der Piep sagen eben können. Ja. So, wir machen weiter mit. Oh! Küche? Ey, was ist das denn? Spätzle. Ihr mögt doch Spätzle. Da haben wir nicht eben drüber gesprochen. Ist noch nicht so lange her. Das ist eine entweder Kartoffel- oder Spätzlepresse.
Und mit drei verschiedenen Einsätzen, die kann man also dementsprechend variieren. Und das Ganze ist aus Edelstahl komplett und natürlich auch spülmaschinenfest. Also für Gemüse, für Früchte sowie zur Herstellung von Spaghetti-Eis. Oh. Ja, klar, machst du Vanilleeis rein und dann Spaghetti-Eis. Endlich weiß ich, wie Spaghetti-Eis funktioniert. Mit so einem Gerät. Ja, ja, stimmt. Ich habe das im Eiskaffee gesehen. Ja, im Eiskaffee machen sie das genau mit sowas. Ja. Oder du nimmst den Eis. Das ist Cannelloni-Eis. Dolomiten. Werbung. Ja, was nimmst du für einen Aufsatz? Das ist so ein... Das ist so, ich habe Kruste genommen. Das ist für Spätzle, ne? Das ist der Spätzle-Aufsatz. Mhm. Oder? Genau, und dann überkochend Wasser, also direkt ins kochende Wasser rein den Teig. Schick. Und dann hast du eben leckere Spätzle und selber gemacht. Musst du so... Du musst einmal machen, ne? Nein, oder? Dann einmal durchdrücken. Dann die werden so lang. Ja, wenn du pumpst, machst du ja auch nicht mehr. Echt? Ja, die geht ja nicht wieder hoch. Ich muss mir schon mal probieren. Und man kann ja zwischendrin abschneiden. Ich habe noch nie in meinem Leben Spätzle gemacht. Werden Spätzle also, nicht geschabt? Das ist nicht richtig Deutsch. Also ich muss wirklich Spätzle versuchen zu... Aber ich wusste nicht, dass das geht. Käsespätzle ist das Beste. Ja, aber werden Spätzle nicht auf dem Brett geschabt? Kann man auch, aber klar. Also meine Oma hat die noch auf dem Spätzlebrett geschabt. Ja. Aber das ist mittlerweile hat man das verlernt. Ja. Und sowas ist einfacher. Aber auch Kartoffeln. Wenn du Kartoffelbrei machst zum Beispiel, das geht genauso. Oder für Reibeküchchen brauchst du sowas auch. Mhm. Dann natürlich Spaghetti-Eis, das finde ich phänomenal. Und... also ich finde es also toll. Ich weiß jetzt nicht, was so eine Presse normalerweise kostet, aber ich hätte jetzt hier da so 18 bis 25 Euro mit echtem Edelstahl und vor allem den drei verschiedenen Einsätzen, die auch noch sehr stabil sind, hätte ich eine gemutmaßt. Eine große Spätzle. Also das ist ja... Das ist keine Spätzle, das ist ein Spatz. Das ist ein waschechter Spatz. Der Nudel kann die ganze Familie kauen. Eine große Spätzle. Zack. Also, weißt du, schon allein der Gedanke, das ist eine Klospresse, ja? Da kannst du ganze Klöße durchfallen lassen. Ganze Klöße drin. Die packst du aus und wirfst sie einfach durch, ja? Wieder zählt. Okay, gut, ja. Die Bestellnummer für unsere Klospresse, nein, Spaghetti-Eispresse, Spätzle-Presse, ist die NX7088 und die 569. Drei verschiedene Aufsätze für Kartoffeln, für Nudeln, für Teig. Die sind auch ein bisschen komisch, ne? Die sind verschiedene Spätzle. Ja, ich überlege auch die ganze Zeit, was das... Das ist eben für Kartoffeln. Ach so. Für Kartoffeln. Ja, ich denke mal, dass sie schön klein sind, dass du Kartoffelbrei machen kannst. Oder Reibekuchen. Oder Früchte, kannst du auch Saftpresse benutzen, kannst ja alles quetschen. Nochmal die Bestellnummer für Sie, die NX7088 und die 569, komplett Edelstahl, ganz, ganz wichtig. Und vielleicht geht es Ihnen wie Diana, dass Sie endlich mal selbst Spätzle machen möchten. Die schmecken meiner Meinung nach auch besser, wenn man den Teig selber macht, als die gekauften. In der Tat, das ist ja häufig so. Aber wenn du den Teig jetzt selber machst, dann machst du hiervon ein bisschen mehr, davon ein bisschen weniger, ein bisschen mehr Salz oder was in den Teig rein. Aber als Kinder, also meine Oma hat es dann auch am Anfang mit dem Brettchen, aber manchmal mit der Presse gemacht. Ja. Als Kind haben wir die nie zusammengepresst bekommen, ja? Weil der Teig so einen Widerstand hat. Also ja, als 5-, 6-, 7-Jähriger hast du keine Chance. Aber so hast du ja den Hebel, das unterstützt natürlich hier die... Ja, jetzt als Erwachsener ist das kein Problem mehr, klar. Ja. Da hast du die Kraft, aber als Kind... Ein Blümchen. Für dich, Ralf. Weil ich so nett zu dir bin. Ja, ganz morgens bis abends. So, es geht aber wahrscheinlich nicht um die Blume, sondern da ist noch mehr drin. Es geht wahrscheinlich um diese Glaskugeln, oder? Ja, richtig. Und zwar haben wir ein Viererset gießfrei Bewässerungskugeln aus Glas. Gießfrei erklärt es eigentlich schon perfekt. Wir brauchen jetzt längere Zeit als normalerweise nicht gießen, weil wir hier diese Glaskugeln einfach auffüllen mit Wasser, sie in die Erde reinstecken und die Erde nimmt sich so viel Wasser, wie sie braucht, peu à peu. Also schön ist, dass sie transparent sind. So kommen sie natürlich, also andersrum kommen sie ins Erdreich, nicht so rum, andersrum. Ja. Und dann sieht man immer, wie viel Wasser noch drin ist und man überwässert Pflanzen auch nicht. Und da kann man, also ich denke jetzt mal mit so einer, ja je nach Pflanze, kann man aber ruhig mal eine Woche bewässern, überbrücken, denke ich. Auch mal eine Woche beruhigt in Urlaub fahren, oder? Ja. Mit Sicherheit, ja. Für den Urlaub ist das total super. Für Gießfaule natürlich auch total super. Ich finde es super, dass wir hier auch ein Viererset haben, also vier so kleine Pflänzchen mal damit ausstatten. Sieht ja auch schön aus, ne? Also das kannst du auch schön da drin stecken lassen. Und es ist echt Glas. Ja, und vor allem ist es mundgeblasenes Glas. Mundgeblasenes Glas.
Genau so funktioniert das. Ja, man sieht, es ist keine Naht dran. Also das ist ganz wichtig. Man merkt es, dass es mundgeblasen ist. Aber ich finde solche Systeme wirklich schön. Es gibt die auch bunt, es gibt sie auch aus Kunststoff. Aber schauen Sie mal, wie schön das hier aussieht. Ja. Es ist transparent. Man sieht auch immer, wann man dann doch wieder Wasser nachfüllen muss. Halt vielleicht jetzt nur noch einmal in der Woche. Und es sieht auch gut aus, ganz einfach, weil man es eigentlich fast nicht sieht. Genau das finde ich auch das Charmante daran. Also wo du gerade sagtest, es gibt ja so viele Variationen, bunt und so weiter. Genauso finde ich es am schönsten, weil es nimmt der Blume oder der Pflanze nicht die Show weg. Ja. Also steht ihr nicht die Show, sondern ist richtig schön dezent. Ja. Da gut achte gesagt. Ich schon sehr gerne drauf. Ja, wenn schon Blümchen, dann richtig Blümchen. Da ist die Natur ja wirklich auch recht clever. Also die Pflanze nimmt sich genau so viel Wasser, wie sie braucht. Mhm. Ja, sonst neigt man ja gerne mal dazu, entweder zu viel oder im schlimmsten Fall sogar noch zu wenig Wasser zu nehmen. Beides ist natürlich nicht gerade sinnvoll. Und Pflanzen kosten auch Geld und sehen natürlich schön aus und sollen auch lange erhalten bleiben. Da hat man ja Freude dran, wenn man sich sowas irgendwo hinstellt. Und gerade da, wenn man ein paar Tage unterwegs ist, ist das großartig. Da muss man auch die Nachbarn nicht wirklich fragen. Ich persönlich habe auch nicht so gerne fremde Leute in meiner Wohnung, wenn ich nicht da bin. Also ein schönes System. Vor allem auch mal fürs Büro eine gute Idee. Oh ja, die NC 52 44 und die 569 ist hierzu die Bestellnummer. Ja. So, nächste Runde. Juhu! Der Preisalarm. Unverkennbar für Sie bedeutet, wir haben ein ganz besonderes Produkt in diesem kleinen Schächtelchen. Eigentlich ein Produkt, was gar nicht für 10 Euro zu haben sein dürfte, es aber jetzt tatsächlich in dieser Sendung ist. Bitte einmal pro Besteller hier nur zugreifen. Und ich sehe Schlüssel. Ja, ein sogenannter Schlüsselfinder ist das. Ein elektronischer Dreikanal-Schlüsselfinder. Gefunden. Und ich glaube, also die meisten kennen wahrscheinlich noch diese typischen Schlüsselfinder von früher. So. Ja, da musst du mal pfeifen und dann haben die entsprechend reagiert. Das funktioniert hier jetzt etwas anders. Es ist ein Viererset und das bedeutet, sie haben drei verschiedene Gegenstände. Das heißt, man kann also hier diesen Schlüsselfinder, so nennt man es offiziell, ganz einfach mit diesem Schlüsselring an einem Gegenstand befestigen. Ja, genau, Gegenstand befestigen. Und man wird diesen Gegenstand immer wieder finden, weil man ganz einfach eine Fernbedienung hat. Da kann man da drauf drücken und durch dieses Piepsen hört man natürlich, wo das ist. Wir reden jetzt von Schlüsseln. Schlüsselfinder, so ist die offizielle Bezeichnung. Das könnte aber auch mal eine Fernbedienung sein. Das könnte die Lesebrille sein, die viele vielleicht gerne mal verlegen. Das könnte ganz schön gepiepsen. Bei manchen wäre es gut, wenn er sich sowas an ein Handy anbringt. Ja? An ein Handy, genau sowas. Kennst du das? Rufe ich mal an, ich finde mein Handy nicht. Ja, genau. Oder auf deinen Freund oder Freundin auch, weißt du, wenn du so oder im Supermarkt zum Beispiel, na, oder jetzt beim Weihnachtsmarkt. Dass du deinen Freund wiederfindest. Naja, okay. Also die Anwendungsvielfältigkeit ist auf jeden Fall unterschiedlich. Also Schlüssel ganz, ganz klar, dass man die wiederfindet. Und ich kenne viele, die wirklich, ich übertreibe mal wieder, aber einen halben Tag damit verbringen, ihre Schlüssel zu suchen. Es ist ja so. Ja? Man ist ja manchmal so im Tran, du kommst irgendwie rein und stellst die Einkaufstasche irgendwo hin oder sowas. Dann hast du noch irgendwie, keine Ahnung, ein Sixpack Wasser unterm Arm. Dann hast du hier noch was und da noch was und dann legst du auf einmal den Schlüssel, den du eigentlich normalerweise ans Schlüsselbrett hängen möchtest, auf einmal in den Kühlschrank oder in die Schublade oder sonst wo. Da suchst du dir ja ein Schänzchen dran. Also ein sehr schönes Teil jetzt hier im praktischen Viererset für bis zu drei Gegenstände plus die entsprechende Fernbedienung. Kostet normalerweise wie viel? 23? 22 Euro. Wäre es mir wert, wenn ich dafür dann doch ein bisschen mehr Zeit habe für mich selber und nicht die Zeit für zum Auffinden von Gegenständen finden muss. Sehr praktischer Schlüssel- und Handyfinder, sagt auch der Felix aus Neustadt an der Donau, kann man getrost jedem empfehlen, der öfter seine Sachen verlegt. Auch für Brillen super, weiß man in Köln zu schätzen. Vielen Dank an den Adrian. Und die Christine aus Nürnberg kam als Geschenk super an. Es sind sogar passende Anhänger dabei, um den Keyfinder zum Beispiel auch am Handy zu befestigen. Ja, ich glaube, es gibt nichts Ärgerliches, wenn du irgendwas so Krimskrams verlegt hast. Ja, und wirst wahnsinnig, wenn du es nicht findest.
Es gibt auch Leute, die suchen permanent, weil sie die extra haben, Kellerschlüssel oder Fahrradschlüssel. Ja. Wo haben wir den wieder hingehängt? Wo liegt der wieder? Da wäre es natürlich auch Sinn, wenn du so einen Schlüsselfinder dran hast. Also ich finde es toll für 10 Euro. Ist vielleicht auch wirklich eine tolle Geschenkidee für die Menschen, die permanent ihre Schlüssel suchen. Ja, also in Waschmaschine damit habe ich keinen Mann. Ich müsste den eigentlich mal an meine Kaffeetasse dranhängen. Ich habe so 2, 3 markante Punkte in Bad, in der Küche und im Wohnzimmer, wo ich meine Kaffeetasse immer hinstelle. Wenn ich an diesen 3 Punkten die Tasse nicht finde, werde ich wahnsinnig. Wo finde ich sie? Im Schlafzimmer, auf dem Schrank. Auf dem Schrank, ja. Wie kommt jetzt? Ich habe den Schrank aufgemacht, Hände voll und habe sie einfach oben drauf gestellt und 2 Minuten später vergessen. Also im Schrank habe ich sie noch nie gefunden. Was mich ein Stück weit beruhigt, aber auch das ist nur eine Frage kommt der noch. Zeit. Ja. NC3467 und die 569. NC3467 war das und die 569. Der Preisalarm? Das war der Preis. Also maximal einmal Probesteller. Also, aber es geht weiter. Und wir sind wieder wirklich komplett durch alle Produktgruppen unterwegs. Mal schauen, was als nächstes auf uns zukommt. Oh, das ist auch schön. Das ist ein Hauch von Luxus für die Dusche. Rain Effect. Die ist mal groß. Ja, guck mal hier. Wellness ein wunderschöner Spiegel, guck mal hier. In der Dusche? Nein, es geht um die Dusche. Es ist ein XXL Duschkopf. Tropic Summer Rain heißt der. Oh, weil du wirklich so ein, wie so ein Sommerregen das Ganze über den ganzen Körper verteilen kannst. Und es ist einfach klasse. Sowas, 140 Düsen, also da hast du wirklich was ganz, ganz Angenehmes drauf. Und mit 20 cm Durchmesser auch riesengroß. Sowas ist schon ein Hauch von Luxus. Und wer das mal hatte, der will eigentlich gar keine andere Duschkabine, Duschkopf mehr. Ja? Das ist eine richtig schöne Geschichte. Kennt ihr das im Urlaub? Ja. Oder? Diese großen, luxuriösen Duschköpfe, ja. Also, dass man das jetzt für 10 Euro kriegen kann, finde ich ja wirklich toll. Ich liebe das, wenn der Strahl so ein bisschen weiter ausgebreitet ist. Wenn du fast so komplett von dem Wasserstrahl eingehüllt wirst. Also nicht so einen kleinen, dünnen Strahl, wo du irgendwie den Kopf so mit hin und her wackeln musst, damit du den Schaum rausbekommst. Sondern so ein schöner, großer, richtiger Regenschauer. Oh. Und der kommt auch mit wenig Wasserdruck aus. Das ist auch noch was ganz Wichtiges. Schreibt uns unter anderem auch der Anton aus Dresden. Tolle Brause. Bei uns liegt relativ wenig Wasserdruck an. Bisher war das Duschen eher mau. Mit diesem Brausekopf hat man endlich auch ein gutes Duscherlebnis, trotz des geringen Wasserdrucks. Wir sind happy. Also auch wenn man guten Wasserdruck hat, ist das, glaube ich, mal was Außergewöhnliches. Wird ja ausgetauscht wie ein Duschschlauch. Ich glaube, das hat jeder von euch schon mal gemacht, da braucht man keine Fachleute dazu. Das sind ja Standardgewinde hier. Genau, das Halbzollgewinde. Oder zu zweit kannst du auch duschen. Zu zweit duschen. Und jeder kriegt Wasser ab. Hier aus rein hygienischen Gründen natürlich. Ja, die Doris aus, aus Offenburg schreibt uns noch. Erwartungen übertroffen. Nicht nur der Preis ist super, Shampoo sondern auch der Duschkopf selber. Mal etwas anderes als unter einem normalen Duschkopf zu stehen. Ja, das denke ich mir auch. Und vielleicht auch mal mit Diana zusammen unter die Dusche gehen. Ja, Rebecca. Ja, die Bestellnummer ist die NC3012 und die 569. Und der ist wirklich riesengroß. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass du da ein ganz anderes Duscherlebnis hast. Das ist super angenehm. Und egal, was du für eine Haltung hast. Ich hatte letztens diese Frage, habe ich auch einen neuen Duschkopf gekauft und stand so vor der Frage, was für eine Haltung passt denn jetzt? Es geht ja nicht um den Duschkopf an sich, es geht um diese Halterung am Duschschlauch. Ja, wie gesagt, das Gewinde ist immer das gleiche, ist, glaube ich, standardisiert. Und das finde ich eine sehr, sehr angenehme Geschichte. Wie gesagt, ich kenne es aus dem Urlaub. Ja, wenn du so eine große, begehbare Dusche hast mit so einem großen Duschkopf, großartig. Ja, Luxus. Okay. Luxus. Was habe ich denn im Hals heute? Nee, geht nicht. Jetzt haben wir das Produkt, das hatten wir schon mal vor ein paar Wochen. Ja? Und da habe ich mich schon geärgert, jetzt ärgere ich mich nochmal. Das dürfte ein WLAN-Repeater sein. Wow. Richtig, ein wir sind Mini da eine 10-Euro-Show. Warum ich mich ärgere, ich habe einen WLAN-Repeater zu Hause und für den habe ich 69,90 bezahlt. Oh. Ja? Für 10 Euro ist sowas. Und das ist eben enorm. Also WLAN-Repeater ist einfach, um das WLAN-Signal zu erweitern. Ich glaube, das kennen viele, die größere Wohnungen haben. Du hast den Router im Flur und wenn du dann hinten im Bad bist oder im Schlafzimmer, hast du plötzlich kein WLAN mehr oder auf der Terrasse. Hiermit kannst du dieses Signal erweitern und damit praktisch flächendeckend machen. Häufig kommt das auch vor, wenn man über verschiedene Ebenen wohnt, 2- oder 3-stöckig. Erste Etage kommt nichts mehr an oder nur ganz dünn, ja. Und jetzt für 10 Euro ist das natürlich ein Hammerpreis. Man muss gleich dazu sagen, dass der Hersteller des Routers, den Sie da verwenden,
nicht dem Hersteller entsprechen muss, den der hier auf dem Repeater draufsteht. Ist Quatsch. Sonst würde ja auch ein Handy beispielsweise mit ihrem Router nicht funktionieren. Eben. Oder Ihr Fernseher mit Ihrem Router nicht funktionieren. Also Sie können doch gerne mit einem Router von Marke A den Repeater dieser Marke jetzt hier koppeln. Der wird also das Signal genauso erweitern wie ein markengleiches Gerät. Ich habe für meinen übrigens auch knapp 80 Euro bezahlt und brauche ihn Gott sei Dank in meiner Wohnung nicht, aber es liegt im Schrank rum für die 80 Euro. Und es ist auch noch ein Access Point. Wenn wir auf die Seite mal schauen, da haben wir einen sogenannten RJ45-Anschluss, das heißt für ein LAN-Kabel. Andere Seite, da. Und wenn du jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, einen Desktop-Rechner im Büro hast und dort kein WLAN-Empfang oder der gar nicht WLAN-fähig ist, steckst du das in die Steckdose, dann hast du hier WLAN-Empfang und dann gehst du mit dem LAN-Kabel an den Desktop-Rechner. Oder bei einem Fernseher wäre das Gleiche, der vielleicht einen LAN-Anschluss braucht. Ja, wunderbar, um die Reichweite zu erweitern oder einfach mal so kleine Funklöcher zum Beispiel auch zu überbrücken. Manchmal hat man das ja, dass der ein oder andere Raum dann irgendwie leider nicht mehr abgedeckt ist, wo man dann aber gerne längere Zeit zum Beispiel die Zeit gut überbrücken möchte und das Handy nutzen möchte und da auch natürlich das Internetsignal nutzen möchte, weil das Datenvolumen ist ja meistens, mobile Datenvolumen ist ja meistens auch begrenzt. Ne? Das tut dann immer weh, wenn es aus dem Das ist richtig, Datenvolumen zu Hause geht. Nutze ich mein WLAN, dann nutze ich ja keine mobilen Daten. Das heißt, WLAN fällt mal aus, ja, aber normalerweise nutzt du ja zu Hause dein WLAN. Es ist nur ärgerlich, finde ich, also wenn gerade so bei mir zu Hause auch, also meine Wände sind in den 60er Jahren gebaut worden, glaube ich, mit Stahlbeton drin oder sowas, also die leiten per se sehr, sehr schlecht. Der ein oder andere wird das nachvollziehen können. Ja, und wenn du jetzt unten im Wohnzimmer oder eben im Flur deinen Router hast und liegst oben im Schlafzimmer und willst abends nochmal eben aufs Handy gucken und da kommt kein WLAN mehr an, das ist ätzend im Büro. Natürlich deswegen der Access Point für den Computer nochmal super. Also alles in allem für 10 Euro eine echte Kaufempfehlung für alle, die ein WLAN haben. Und wer hat kein WLAN zu Hause? Weißt du, ich bedenke nochmal, ich habe 69 Euro ungrad bezahlt. Ja. Hätte ich 7 dieser WLAN-Router, dann hätte ich mein ganzes Dorf hätte ich damit versorgen können mit WLAN. Ja, also das ist schon ein Schnäppchen und probieren Sie es aus. Sie werden sehen, plötzlich werden diese Löcher gedeckt. Ja, einfach schauen, wo ist der letzte Empfang von WLAN. Dort kommt es in die Steckdose, per Knopfdruck verbinden und schon haben Sie das WLAN erweitert. Also Wahnsinn, dass das für 10 Euro möglich ist. Das ist natürlich jetzt nur hier in dieser 10-Euro-Show bei uns möglich. Mit der Bestellnummer ZX5222 und der 569 bekommen Sie jetzt und allerspätestens noch die nächsten 2 Stunden diesen TV-Sonderpreis. Da heißt es bei uns immer schnell sein, ganz besonders, wenn wir solche Highlights in der 10-Euro-Show haben, denn da haben wir nur ein begrenztes Kontingent. Also wenn es vor den 2 Stunden schon leer ist, dann gehen Sie leer aus. Dann ist Feierabend. Dann ist Schluss im Bus. Wir haben Neukunden, die wir begrüßen dürfen. Herzliche Grüße an die Karin. Schön, dass Sie auch dabei sind und bestellt haben. Freuen wir uns. Karin. Kennt ihr euch? Was ist das für ein Schlafsack? Ist auch meine erste Vermutung. Aber na. Also ist das ein Schlafsack? Es ist eine Wäscheklammer. Das sind Wäscheklemmerle. Ja, das ganz ist jetzt viele ein bisschen enttäuschend. Eine Wäscheklammer. Ist das unser letztes Produkt? Nein. Du musst wieder aufhören. Also das sind jetzt mal 34. Dann schätze ich, dass 100 drin sind. Komm. Wie viel sind drin? Guck mal, hier steht Tisch für dich. Es werden ja mal mehr. Das sind ganz schön viele, ne? Also, 100 Stück sind das. In 4 verschiedenen Farben. Und wer sortiert die jetzt nach Farben? Wie die Erbsen, ne? Naja. Die guten ins Taschenputtel kommt. So, also Wäscheklammern. Übrigens ein Beutel mit Karabinerhaken, deswegen ganz sinnvoll, weil du die natürlich direkt mal so an so eine Wäschespinne oder sowas mal hinhängen kannst. Wäscheklammern braucht man immer. Ich glaube, das weiß jede Hausfrau, dass so eine Wäscheklammer deutlich effektiver funktioniert als das Überhängen über diese kleinen Querverstrebungen auch. Wenn der ganze Pulli da so hängt oder das T-Shirt hängt, wird es deutlich schneller trocken. Auch für kreative Frisuren geeignet. Zum Beispiel. Das wird Trend. Das ist der neue TikTok-Trend hier. Ihr guckt, morgen alle kommen hier zur Arbeit. So. Ja, ich habe... Warte, das gefällt mir so, ich mache es auch gleich mal. Gib mir auch mal ein paar. Guck mal, du kannst auch so... So. Steht mir mindestens genauso gut wie dir, oder? Ja, guck mal. Doch, ja. Da sehen Sie, was wir für einen harten Job hier haben, was wir alles mitmachen müssen, ja? Guck mal, Carsten. Ich möchte, habe ich jetzt alle? Nee, da hängt noch eins. Ihr wisst, was das für ein Opfer bedeutet gerade. Moment.
Wow. Also Wäscheklemmerchen in dieser Qualität mit Beutel für 10 Euro ist natürlich auch das riesig. Das ist schon stark. Ja. Oh, aber so ist gut, oder? Steht dir gut, lass es so. Lass es unbedingt so. Und ich höre gerade, es gibt noch eine ganz verrückte Anwendung. Man kann damit auch wirklich Wäsche aufhängen. Man soll Wäsche damit aufhängen können. Ja, hat man sogar schon gesehen. Oh, Socken, die fällen immer runter bei mir. Ne? Socken, ja? Ja, es gibt verschiedene Sachen, die solltest du einfach, gerade wenn du draußen aufhängst, wenn dann Wind kommt und es liegt alles wieder auf dem Boden, ist kontraproduktiv. In Wohnung passiert mir das auch, weil ich bin ein Wind auch, wie ich gehe dann alle Socken. Weil du so schnell bist. Ja. Mhm. Dachte ich mir. Also, wie viel sind es? 100? Es sind 100 Wäscheklammern. Und der Beutel mit Karabinerhaken. Für 10 Euro kann man echt nicht meckern. Cool. Also, finde ich sehr cool. Kann man immer gebrauchen. In verschiedenen Farben noch. Den Beutel mit den Klammern, mit dem Karabiner an den Wäscheständer hängen, so hat man immer genügend Klammern zur Hand. Ja. So. Ich habe nicht eine einzige Wäscheklammer bisher. Wäre mal eine sinnvolle Investition für mich. In der Tat. Also dann wird nicht alles vom Balkon immer runter zu den Nachbarn. Ich normalerweise in so einem Paket, ich glaube so 20 Stück oder wie viel sind da drin, im Non-Food-Bereich Supermarkt, da zahlst du auch mal so 10 Euro für so 20 Stück. Ja, ich finde 10 Euro sehr, sehr günstig. Also 100 Stück für 10 Euro ist, glaube ich, wirklich ein Schnapper. Also ich versuche, jetzt können wir spielen. Komm. Jetzt können wir spielen? Ja, oh. Komm. Können wir uns schon mal bereit machen? Ja, du kannst wieder alles auf dem Boden verteilen. Was sind Dominosteine? Es sind in diesem Fall, zähl mal nach, schätzt mal, wie viele Dominosteine das sind. 240. Ja. Hätte ich auch geschätzt. 263. Oh. Ein 263-teiliges Domino-Set mit echt Holzsteinen, aber auch Action-Elementen. Action. Ja. Also mit Treppen, mit Rampen, wo man sich eben Ziel schaffen kann. Und mit 250 sind es allein Domino-Steine. Manuel schreibt uns ein tolles kleines Geschenk, was die Geduld und Kreativität der Kinder schult, sehr praktisch in einem Beutel zu transportieren. Und dann schreibt uns auch Anton, Dominosteine eignen sich auch sehr gut als Bausteine. Mein Sohn hat damit tolle Türme errichtet. Aha, du baust schon mal von wo nach wo. Hier ist nachher der Start, oder bei Diana? Wir hatten es letzte Woche mal mit diesen Kapplersteinen, wenn ihr noch kennt, diese Holzbausteine. Mhm. Den habe ich früher mit meinem Vater mal Klickerbahn im Wohnzimmer gebaut. Aha. Ich wollte jetzt zu dir kommen mit meiner Dominosteine. Ach so. Sie macht ja nur noch eine Schlenker. Sie ich wollte kommt ja auch ein Herzchen gleich. Aber habt ihr gemerkt, Rebecca spielt immer alleine gerne. Ja, das ich beschäftige mich gerne. Ja, das ist aber, weil Rebecca immer fuscht. Was ich halt jetzt weil genial finde, ist, dass es echt Holz ist. Guck mal, nein, genau. Diana wollte auch zu dir kommen. Jetzt drehst du wieder eine Kurve. Ja, ja, ist kein Wunder, dass keiner mit dir spielt. Ja, okay. Ja. Ich kann ja noch umbauen. So, die Brücke ist geschaffen. Aber ich finde das wahnsinnig, wie ihr sofort loslegt, hier mit Dominosteinen zu bauen. Da gibt es ja ganze Fernsehsendungen, die anderthalb Stunden gehen. Ärgerlich ist es immer nur, wenn einem mittendrin im Bauen was umfällt. Hier, ihr müsst ein bisschen näher. So, jetzt wir sind nah. Sollen wir mal probieren, ob es funktioniert? Warte, ich möchte mal eine Rampe machen. Komm, also hier müsste der Start sein, weil da die Rampe nach oben geht. Glochen. So, jetzt Achtung. Bei Diana müssten wir anfangen, oder? Das funktioniert doch gar nicht. Ja, bei Diana. Dann mach es doch einfach so mit der Rampe. Ja, doch. Aber das muss auch wo ist dieses Säckchen? Wo ist Säckchen? Das muss dieses Glöckchen sein. Ja, das ist hier was Glöckchen. Das Glöckchen fürs Ziel. Ja. Das haben wir jetzt nicht. Also, Carsten, wenn es wirklich hier ankommt, dann bist du das Glöckchen. Dann machst du Dingelingeling. Okay, gut. Diana muss anfangen. Ich sage Ihnen so lange mal die Bestellnummer. Die NC1657 und die 569. Ich glaube, es geht nicht durch. Das ist jetzt einfach mal meine Einschätzung. Warte mal, ich versuche... So viel Zeit haben wir noch nicht mehr. Komm. Ich möchte pusten. Ach, mit Pusten. Jetzt bin ich gespannt. 1, 2, 3. Sie macht wieder spannend. Und? Oh, deine Rampe hat versagt. Aber, ja. Okay, der gute Wille war zu sehen. Auf jeden Fall macht Spaß. Ich glaube, da kann man sich auch wirklich lange damit beschäftigen. Echtholz, 263 Teile mit Klingelchen. Noch einmal. Und das ist natürlich ein schönes Spielzeug. Aber ich glaube, wir haben heute wieder faszinierende Produkte in der 10 Euro Überraschungsshow. Auch hier Echtholz, 263 Teile. Meine Rote. Wenn Sie noch nicht angerufen haben, dann machen Sie das spätestens jetzt. Und gerade bei Echtholz-Spielzeug bin ich mir sicher, das wird ruckzuck ausverkauft sein. Weil das war sie schon wieder, unsere 10 Euro Überraschungsshow. Und mit allem dabei, was man brauchen kann. Und ich hoffe, Sie bleiben auch bei uns, weil es geht jetzt gleich spannend weiter.